Man könnte, ist wirklich die Kanarischen Inseln. Da ist jetzt warm. Das ging ja sogar auch. Man müsste halt auch nur nach Barcelona kommen und dann mit der Fähre rüber. Ich habe sogar ein, zwei Leute, die da leben. Ich hoffe, da, wo wir jetzt hingehen, an der Post, da gehe ich so selten hin. Da muss ich halt mein Paket abholen und dann kann ich das halt abgeben. Das ist immer so eine Warteschlange, schon nervig. Ja, wir looken mal. Ansonsten, boah, Hundeshit. So, wir müssen da rüber zum Netto, da in den Netto rein. Ja, das ist das Ding. Gestern habe ich das Auto ja umgemeldet. Und ich denke die ganze Zeit, ich bin zu früh, so 3 Wochen. Weil jetzt steht das hier rum und ich kann nicht weg. Ich bin da voll am Organisieren, also so am Besorgen und Sachen am Machen. Ey. Richtig nervig. Keine Ahnung, also... Das ist richtig nervig. Komm, überholen wir es mal hier. Also, hier. Ja, okay, wir haben Glück. Guck mal, die Schlange ist eigentlich immer draußen, aber hier ist jetzt keine draußen. Das heißt, das ist alles easy. Können wir das hier von Temo wieder zurückbringen? Und dann gucken wir mal, was der gute Post für uns da hat. Warst du schon mal in Barcelona? Boah, ist so geil. Ich habe schon so ein, zwei Aussichtspunkte rausgesucht, wo man über die ganze Stadt sehen kann. Es gibt so ein, zwei Points, da musst du halt ziemlich hochfahren, aber dann kannst du über die ganze Stadt sehen. Das ist schon fett. Also, ja, so. Nee, noch. Warten. Ich hole dann das Paket kurz und auch ab und bring das dann nur weg. Hi. Ich würde das gerne zurückgeben. Jo. Und dann liegen noch Pakete hier. Es liegt nicht hier. Es liegt da hinten wieder, woanders. Scheiße. So klar, dass du. Oh Mann. Jetzt warst du hier mal schnell drin und dran und alles, zack, zack, zack. Und auf einmal heißt es so, nee, es liegt hinten bei der S-Bahn. Junge, Junge, Junge. Ist das eine Scheiße. Hier, guck mal, Urlaubsangebote, zack, zack, zack. Ist einfach alles, ich hab mir gesagt, einfach selber Tour schreiben. So, Karte gucken, nächstes Land ist Polen, du bist in 30 Minuten in Polen. Dann einfach Polen fahren, zack. Und dann einfach irgendwie fahren. Kennst du diese App? Es gibt so eine App, die heißt, warte, Parking for Night, Park for Night. Die kannst du, kostet einmalig 10 Euro und dann hast du alle Parkplätze, die for Night und für umsonst sind, für Vans und auch für so im ganz europäischen Land oder auch im weltweiten, aber nicht so ausgedeckt. Genau, und da kam ich letztes Jahr mit Stella auch richtig gut durch die Welt, also richtig easy, also gar keine Schwierigkeiten. Komm, wir gehen jetzt hier rum. Essen kurz eine Suppe oder so, also ich hole mir da, oder wir können uns kurz da reinsetzen und eine Suppe essen. Das wäre fein. So, und dann schauen wir mal. Ich verkaufe jetzt gerade ganz viele Sachen, die ich nicht mehr brauche. Und ich brauche dieses Dachreling. Ja, wo liegt denn Grimmer? Kennst du die Stadt Grimmer? Ist doch auch oben bei, oder unten bei Dresden irgendwie so, in der Nähe der tschechischen Grenze. Kennst du Stromberg? Ja. Alter, ich habe Stromberg letztens geguckt, ja. Ja, wurde, das ist so lustig, diese im Büro, im Office, wie die das so dargestellt haben, wie man da so lebt und wie man das alles so gestaltet. So dieses Kaffee 9.15 Uhr und ja, Raucherpausen und dieses ganze Gedöns so. Und er ist so lustig. Komm, wir gehen hier rüber, wir müssen dahin. Er ist so lustig, einmalig, ehrlich. Und ich habe es halt wirklich geschafft, einfach 3 Staffeln innerhalb von 4 Tagen zu gucken. Immer 8 Folgen, 1/2 Stunde. Einfach so. Wobei ich das schon kenne von früher. Ich habe das schon früher zu Ende geschaut auf 2009 oder so, als das rauskam. So alt. Das ist so alt auf jeden Fall. Also, dann lass uns jetzt mal eine Suppe essen. Das ist eigentlich ganz geil. Und dann überlegen wir, ob wir gucken im Wetter, wo wir hingehen. Let's go. Das Paket wollte ich aber eigentlich schon gerne haben. Ich will diese Kamera schon. Hast du diese App auch von der Insta 360 auf dem Handy? Nicht? Weil ich würde gerne was ausprobieren, wenn du ja gerade da bist. Weil ich habe die nicht verstanden, wie man diese Videos schneidet, wenn man das Handy, also die Kamera in der Hand hat. Oder? Und dann kannst du ja mit dem Finger das Bild verändern. Du hast nicht gecheckt, wie schneide ich das Video denn dann? Also wie geht denn das? Wie schneide ich denn dann das Video? Das habe ich nicht gecheckt. Und deswegen wäre halt geil, wenn wir kurz eine kleine Frequenz filmen und dann mal schauen, ob wir daraus was schneiden, wie das geht. Über diese App halt auch. Oder halt über Mac. Ganz normal. Genau. Hier können wir rein. Machen wir, wenn wir reingehen, machen wir einfach aus.
Ah, wieder Bahnstreik. Geil. Richtig fein. Läuft ja vom 1.10., vom 1.3. bis zum 1.10. Da ist er ja angemeldet. Ah, jetzt frage ich den. Warte mal. Das ist halt dieses scheiß Postbot. Warum hat er mein Paket storniert? Kollege. Ist niemand da? Ne. Scheißen Dreck. Vielleicht hat er ja das doch noch nicht storniert. Vielleicht ist er ja doch noch da. Auf jeden Fall ist er hier im Haus. Kommen Sie rein. Fragen wir ihn mal. Hey. Du hattest, doch ein Paket, das ist jetzt storniert worden. Genau. Can you look in this number? No? But I got for Amazon a message in three steps. Okay, DHL number was von Dings. I mean, because I don't have... Na, okay. Ja, gut. Thank you, man. Schade. Na gut. Dann haben die es einfach echt storniert. Weiß auch nicht. Dann lass kurz nach oben, kurz sortieren und dann gehen wir rüber und checken das aus. Das ist eigentlich ganz geil. Okay, ich mache jetzt Ton hier auf. Ja? Späti. Hier sieht man meine totale Fehlbestellungen, echt. Ah, mach mal den Ton gerade an. Bei mir, hier. Okay, passt. Alter, ist das schwer. Siehst du, was das ist? Ich dachte erst, das sei das der Tresor für den Dings. Aber das ist halt ein einzelner Tresor. Den stellt man sich unter das Bett oder so, keine Ahnung. Aber das ist keiner, den man ins Auto baut. Das Auto hat direkt 100 Kilo der Jagd schwerer. Junge, Junge. Ah, schrecklich. Aber es muss weg. Was will ich das zu Hause stehen haben? Den armen Postboten, der das hochgetragen hat und ich wieder runter für Dummheit. Dass ich es einfach falsch bestellt habe. 50 Kilo sind das bestimmt, ey. So. Ah, Junge, Junge. Kannst du aufmachen? Krieg ich nicht auf. Warte, ich gehe so. Die kommt erst mal raus. Junge, Junge, Junge. War das schwer. So, jetzt mal schauen, ob ich das schon hab mit dem scheiß QR-Code. Machst du das irgendwie Film oder was? Ja. So. Nee. Hi. Hey. Ich suche gerade den QR-Code raus. Gib mir eine Sekunde. Ich dachte, wir drehen hier ein Video. So, ich muss hier erstmal kurz schauen. Da ist es. Sicherheitskassette. Was macht ihr denn? Für YouTube Videos drehen. Okay. Ist ein YouTuber-Kanal? Genau. Name? Frankie Trip. Fängst du gerade neu an, oder? Bitte? Fängst du neu an mit YouTube? Oh, geht. Ich hab schon... 1800 habe ich jetzt. Leistung ungenügend. So, oh, was muss man das schreiben? No. So, Gutschrift, Erstattung, zack. Es ist super schwer, deswegen so kein Drucker erforderlich. So, jetzt kriegst du den hoffentlich. Pomeroy, ne? Mhm, Rückgabecode. Da, bitte. Genau. Geklappt? Ja. Super. Ah, da kommt das Piep. Perfekt, danke dir. Und dann kriegst du hierfür. Küssen wir jetzt 30. Was? Ja. Viel Spaß. Danke, danke. Mach's gut, ja. Ciao, ciao. So, bei dem Laden bin ich eigentlich jedes Mal. Weil das der nächste Laden ist, der halt, weißt du, der ist sympathisch, der ist nett. Ja, Mann, habe ich noch nie gesehen. Es war immer der andere da. Immer der Vater. Also man denkt immer, das ist Vater und Sohn dann so, weißt du? In Wirklichkeit ist es gar nichts. Also bei uns Deutschen würde man das denken, aber ich glaube, bei denen ist es doch irgendwann da. Doch schon immer etwas, ja. Ja, gut, dann fahren wir, entweder laufen wir, dann müssen wir aber nicht die ganze Zeit filmen, dann können wir auch einfach spazieren gehen. Vielleicht filmen wir noch bis zur U-Bahn und dann bei der U-Bahn machst du so einen Cut, dass man so einen Titel hat und dann ist es weg.